Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir fahren weg, Gott sei Dank. Und zwar wohin? Nach Cuxhaven. Wir entflüchten der Corona-Seuche. Und wir fahren zu einer anderen Seuche. Und zwar zur Regenseuche. Ganz schön regnerisch draußen. Aber mehr seht ihr gleich nach unserem Intro. Was ein Wetter draußen, richtig eklig. Stefan, dreht mal die Kamera kurz. Und dann seht ihr. Regen, richtig ekelhafter Regen. Soll den ganzen Tag heute regnen, bis 22 Uhr. Stört uns aber nicht, weil wir wollen raus. Wir haben Arbeitswochen zurzeit hinter uns. Tja, und so ist das manchmal, ne? Deshalb ist es schön, dass wir jetzt wieder rausfahren. Ihr werdet euch wundern, sag mal, die waren doch jetzt erst im Ahrtal. Jetzt fahren die schon wieder weg. Ja, ist aber schon wieder 2 Wochen her. Letztes Wochenende waren wir nicht weg. Und jetzt müssen wir weg. Unser Ziel ist Cuxhaven. Glaube, habe ich schon mal gesagt. Ne? Habe ich gesagt, ja. Sehr gut, dass du es gesagt hast. Dann habe ich jetzt auch gesagt. Ja, 3 Stunden brauchen wir jetzt. Also, fast eine Dreiviertelstunde länger als sonst. Sind wir mal gespannt, was da sonst noch so los ist. Ja, und ich würde behaupten, wir melden uns diesmal erst wieder, wenn wir in Cuxhaven angekommen sind. Oder? Zwischendurch Abendbrot essen, Pause machen. Wenn, auch nicht. Wenn irgendetwas Besonderes passiert ist. Ach so, ja, wie immer. Na klar. Der ist einfach. Ich muss mal noch auf Standby hier handeln. Nein, ich will los. Dann los hier. Mach so, Kamera aus. Bis später. Was soll man sagen? Seht selbst. Stau. Ja, leider. Genau. Hier kommt nämlich die 352. Kommt hier auf die A7. Und ja, und dann geht es hier gleich ab nach Fuhrberg. Dementsprechend ist ja Hölle los. Ja, aber wir wussten das schon, weil welche Autobahn fahren wir? A7. Wir kennen es ja nicht anders. Es wäre uns ja völlig überraschend, wenn das mal anders ist. Ja, wie gesagt, wir nehmen das so hin, trinken eine Cola und hören hier Musik und naja, warten halt ab, bis wir hier irgendwann durch sind. Tja, aber es ist alles vorbildlich. Rettungsgasse ist gebildet. Daumen hoch. Ja, können wir beweisen. Da, guckt raus. Tatsächlich eine Rettungsgasse. Uiuiui. Man glaubt ja kaum. Aber ich filme nicht nach vorne. Da könnte sein, dass dann irgendwann die Rettungsgasse dann nicht mehr da ist. Gut, das war ein kurzes Update. Und ja, entweder melden wir uns vom nächsten Stau oder idealerweise aus Cuxhaven. Wir sind angekommen und wir sehen jede Falte. Also wir sind jede wie nennt sich das? Also wir sind in Cuxhaven, das wollte ich sagen. Das auf jeden Fall, ja. Und boah, ist es windig draußen. Holla die Waldfee. Ja, es regnet noch leicht. Durch den Wind natürlich sehr frisch. Aber ja, wir sind jetzt hier mitten im Hafen. Die ist aber mit Stehen ist ein bisschen schwierig. Also, die meisten Parkplätze sind hier schon belegt, obwohl wir fahren ja gleich nochmal so raus. Du kannst auch so rausfahren, oder kannst du? Nein, wir müssen hier wieder zurück. Also das ist nur drehen und dann schade. Weil hätte ja sein können, dass das eine Auto da hinten jetzt noch wegfährt. Aber vielleicht, wir können ja nochmal hinfahren. Also genau, wir fahren dann nochmal hin, schauen. Wenn es ist, dann stehen wir relativ da, wo die Helgoland-Fähre fährt. Ne? Mhm.
Wenn das nicht der Fall ist, dann fahren wir zu einem Platz, den wir bei Park4Night gefunden haben. Ob der funktioniert, wissen wir nicht. Lassen wir uns überraschen. Hier bleiben wir auf jeden Fall nicht. Wir stehen mitten an der Straße. Das ist auch nicht schön. Ja. Ja, auf jeden Fall, falls das gerade was geworden ist, ich weiß es nicht, habt ihr schon mal so ein oder andere was gesehen? Wir werden jetzt aber Ein gucken, LKW. ob der Platz da hinten noch in Ordnung ist. Und wenn ja, stellen wir uns dahin. Wenn nicht, fahren wir Direkt zum, ja, zu zu unserem unserem Schlafplatz. Ausfuhrplatz. Ja, in dem Sinne, sagen wir mal, bis gleich. Bis gleich. Das ist so hell. Ist richtig grauenhaft. Aber hilft nichts. So, wir sind angekommen bei unserem Platz von Park4Night gefunden. Und ja, jetzt werden wir etwas zum Essen machen. Falls ihr euch wundert, warum es so flackert, das ist leider die Kamera, die hat da echt Probleme mit. Da werden wir uns noch etwas anschauen. Und ja, was soll man sagen? Wir machen uns jetzt was zum Essen. Und wenn das fertig ist, melden wir uns wieder. Ja, was soll man sagen? Wir haben jetzt ein bisschen mit der Kamera rumexperimentiert und wir hoffen jetzt, dass wir weniger Flackereien haben. Also wir haben den, ich weiß nicht, Belichtungsmodus oder irgendwie sowas von automatisch auf manuell gestellt. Sollte also hoffentlich passen. Wir werden jetzt, ja, wir haben jetzt sozusagen gegessen und wir werden jetzt uns so ein bisschen fertig machen. Das Bett ist schon gebaut. Werden jetzt noch einen schönen Film gucken. Und für euch heißt das, ihr werdet einfach abwarten, nämlich die Uhr, die jetzt gleich eingeblendet wird. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder, ja, mit einem neuen Tag und hoffentlich weniger Regen, mit schönerem Wetter. Wir schauen mal. Bis dahin, gute Nacht. Hallo Einen und guten Morgen. guten Morgen. Wir sind uns nicht einig, aber wir sehen schon mal, dass dieses komische Ding da läuft. Also bla bla bla. Also Mikrofon scheint zu funktionieren. Wir waren uns gestern uneinig. Geht das überhaupt? Oh oh oh. Aber ja, scheint ja zu funktionieren. Wir haben hier sehr gut genächtigt. Ja, es war sehr ruhig. Also kann man auf jeden Fall empfehlen, diesen Platz. Mit In der Nähe uns. von Arensch. Genau. Und mit uns hat hier noch ein weiterer übernachtet. Genau. Ich glaube, zwei Mädels, die Aus in. den Niederlanden. Ja, und die auch in einem. Ja, ich will sagen, ich will mal sagen, großen Caddy oder Oder so sowas. ein Peugeot-Expert. So irgendwas genau. Von Peugeot, Citroën oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Peugeot-Expert, glaubt der mir, will er mir nicht? Ach so, hast du irgendwo gelesen? Ja, das steht an der Tür, dass Aha, er alles ein klar. Expert ist von Peugeot. So Ja. viel weiß ich. Na, das ist ja gut. Auch wenn ich nicht viel von Auto Ahnung habe, aber das weiß ich. Na, ich kenne mich da ja nicht so aus. Nee, überhaupt nicht merklich. Ja, wir wollen jetzt zum Bäcker fahren. Und ja, dann sind wir mal gespannt. Es ist schon relativ hell teilweise. Also man merkt, die Sonne versucht durchzukommen. Es ist Sonnenbewölkung heute. Den ganzen Tag soll es so sein. Und das freut uns, weil so wollen wir es haben. Momentan hier richtig windstill. Ja, mal gucken. Wäre ja schön, wenn es den ganzen Tag auch an der Küste ein bisschen, mindestens ein bisschen windstiller wäre. Wir So. schauen einfach mal. Jetzt fahren wir Brötchen holen und dann fahren wir zu unserem nächsten Spot. Bis gleich. So, meine Lieben, wir sind hier irgendwo, ich habe das schon wieder vergessen. Uno Sekundo. Die haben das umgeändert, ist ja grauenhaft. Bam, 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 scrolli, scrolli, scrolli. Und zwar sind wir hier in Döschers Trift, oder Drift, keine Ahnung, wie man das genau aussieht. Und zwar bei Norddeutschlands kleinstem Leuchtturm. Oder Deutschlands kleinster Leuchtturm, was habe ich denn? Den kleinsten Leuchtturm Deutschlands. So, meine Güte. Ja, ich hätte mich nicht besser vorbereiten können. Aber ja, haben wir das jemals gemacht? Haben wir uns jemals gut vorbereitet? Nein, natürlich nicht. So, wir drehen uns mal. Und dann seht ihr da hinten Stefan. Der macht Folgendes. Und zwar
Ja, ihr hört es schon und gleich seht ihr es. Ja, die Sonne kam schon mal ein bisschen raus. Heute Sonne bewölkt. Wie gesagt, wir sind gespannt. Und ja, seid mal gespannt, was wir heute noch erleben. Wir gehen gleich mal, ich zeige euch das mal. Dahin, da ist nämlich der Deich und dahinter ist die Elbe. Da wollen wir noch hin. Und ja, wenn ich mir nicht ändere und hier alles zerkratze, würde es auch besser gehen. Ja, sind wir mal gespannt. Und ja, gehen wir mal hin, ne? Wir sind jetzt auf dem Deich und da hinten irgendwo ist die Elbe. Da ganz hinten zeigen wir euch aber gleich, wir drehen die Kamera. Ja, dann habe ich mich gerade noch mal informiert. Drehen Sie sich mal mit zur dicken Bertha. Genau da, das da. Das ist die dicke Bertha. Ist von weitem nicht der kleinste Leuchtturm Deutschlands. Das gibt es nämlich auf dem Halligen, in Oland. Ist viel kleiner, die ist nämlich 12 Meter groß und die in dem Oland, die ist 7 Meter groß. Was kann man aber hier machen? Hier kann man heiraten auf den Leuchtturm. Ach nee, guck mal an. Ja, brauchen wir nicht, sind wir schon. Genau. Ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das kurz an. Genau, und wir schwenken mal so ein bisschen hier ein paar Szenen durch. Genau, und dann melden wir uns vom Bulli wieder zurück. Bis dann. So, wir sind wieder in unserem Bulli und was soll man sagen, Sonne kommt immer mehr raus, Klärchen ist da und wir machen lecker Frühstück, um euch das mal hier zu zeigen. Da sind meine Brötchen und mein Kakao und da ist Stefans Brötchen, Schinken und Ei und Wasser, Kaffee, Tee, alles da und das gibt es jetzt und deshalb sagt der Stefan, zu euch. Guten Hunger. Wie heißt es so schön? Wir haben lecker gefrühstückt, haben uns auch wunderbar sauber gemacht. Und alles, was dazugehört. Ja, und jetzt wollen wir Lebensmittel einkaufen, denn wir wollen zum ersten Mal 2020 grillen.
Wir versuchen das zumindest. Also Wetter ist so einigermaßen windstill, also es passt soweit. Es ist zwar nicht warm, Nee, muss warm es ist ja es nicht. nicht. Warm haben wir gerade mal, Pi mal Daumen, was sagt das Thermometer? 6 6 Grad. Grad. Huiuiui, 7 Grad wären es maximal Passt. heute, aber reicht ja aus, wenn Stefan draußen grillt und wir hier drin essen. Genau. Genau. Ja, Da in werden wir uns diesem. das eine oder andere besorgen und dann werden wir mal gucken, was wir heute noch so machen und was das also wird. Vielleicht heute Abend Kugelbake. 22 Uhr war ja mal so angedacht, also wir wollen heute mal ein bisschen länger aufbleiben. Aber da müssen auch die Schiffe in Hamburg mitspielen. Wenn die nicht mitspielen, dann machen wir das Ja, auch wenn die so nicht. spät losfahren, kommen die natürlich verspätet auch hier an. Ja, das tun wir uns da nicht an. Genau, und wir wollen ja mal gucken, ob wir ein paar schöne Aufnahmen von den Schiffen hinkriegen. Weil Schauen wir mal. MSC Preciosa 2017, irgendwann um 1:30 Uhr oder 2:30 Uhr kam die erst an. Und da war es noch Sommer, da war es sogar noch wärmer, also. Ja, das haben wir jetzt nicht. Guti, wir fahren jetzt einkaufen und wir melden uns dann nach dem Einkauf, wenn wir wahrscheinlich irgendwo direkt in Cuxhaven dann wieder sind. Bis später. Jupp. Brauchst du deine Mütze noch? Jo. Mr. Cool. Ne, ist die Frisur schöner. Die Frisur schön, weil wir keine Frisur haben. Wir Genau. haben nämlich keinen Bock, unsere Haare zu machen heute. So.